Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unseren heutigen Tag am 21. Januar 2018? Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Wassermann. Die chinesischen Astrologen sagen, das ist der Himmelskaiser und der Himmelskaiser bewegt sich gerade im Palast des Nordens, was die chinesischen Astrologen als schwarze Schildkröte nennen. Mond hat eine zunehmende Mondphase und bewegt sich gerade in Tierkreiszeichen Fischen. Die chinesischen Astrologen sagen, das ist die Himmelskaiserin und die Himmelskaiserin bewegt sich noch im Palast des Nordens, was die chinesischen Astrologen als schwarze Schildkröten nennen. Sonne hat einen Einfluss von Altair. Dieser Stern Altair befindet sich im Sternbild Adler, hat einen Einfluss auf den heutigen Tag. Dazu gibt eine schöne Liebesgeschichte aus der chinesischen Mythologie. Altair war der Hirtenjunge. Und im Himmel lebte ein Fee und sie hieß Vega. Und Vega verliebte sich an diesem Hirtenjunge und kam auf die Erde zu den Menschen und lebte zusammen mit Altair und wurde die Weberin, der Hirtenjunge und die Weberin. Bis dann der Himmelskaiser und die Himmelskaiserin entdeckte das und sie holten die Weberin, diese Vega zurück im Himmel und die beiden, Altair und Vega, wurden getrennt. Und tatsächlich die beiden Sterne, Altair und Vega, trennt die Milchstraße. Es gibt aber eine Verbindung und das ist der Sternbild Schwan und die Hauptstern von Sternbild Schwan ist der Deneb. Und der Deneb bildet sich zwischen den beiden eine Brücke. Und das ist ein Festtag bei den Chinesischen und auch bei Japanern auch, der Tag der Liebe. Im siebten Tag, im siebten Mondmonat, werden die beiden Liebenden Altair und Vega, der Hirtenjunge und die Weberin, in diesem Brücke treffen. Sie vereinen sich und das ist die Geschichte dazu. Und dieser Altair, dieser Hirtenjunge, bestrahlt gerade die Sonnenenergie. Und die Sonne gibt die Klarheit darüber. Und das ist für uns eine wichtige Botschaft, die Brücke bauen zu jemand. Und da klar zu werden, wer das ist und wie man auf anderen zugeht. Oder über Gefühlen sprechen, klar und deutlich. Mond hat auch einen Einfluss von Skat. Skat ist ein Glücksstern und bedeutet übersetzt ein Wunsch. Und heute dürfen wir etwas wünschen. Oder wir sollen auf unsere Wünsche, Träume, Sehnsüchte uns einlassen. Skat bedeutet auch Glück. Aber nicht nur Skat gibt dieses Glück, sondern auch Jupiter, Pluto, Merkur, all das beeinflusst wunderschön diese Energie. Also wir dürfen unsere Wünsche, Sehnsüchte auch mal ernst nehmen, weil das kommt zum Erfüllung. Das soll selbstverständlich realistisch sein. Markab hat auch einen Einfluss auf den heutigen Mondenergie und dieser Stern Markab befindet sich im Sternbild Pegasus. Das ist dieser geflügelte Pferd. Also wir brauchen diese Leichtigkeit, damit dieser Wunsch zum Erfüllung geht. Und wie wirkt das auf dem einzelnen Tierkreiszeichen? Bei Sonnenaufgang geht die Tierkreiszeichen Wassermann im Osthorizont auf. Also ich beginne mit dem Tierkreiszeichen Wassermann geborenen. Hier die Sonnenenergie gibt die Klarheit oder dieses Bedürfnis, klar und deutlich etwas sehen, erkennen, erfolgreich zu sein, selbst zu sein. Die Selbstausdruck, das Auftreten ist gerade auch wichtig und die Wassermann Geborenen werden auch wahrgenommen. Aber denken wir auf Altair und Vega und auch Deneb. Wie könnten wir Brücke bauen zu jemand? Vielleicht mal offen zu sein, Gefühlen zeigen und da haben wir schon die Verbindung und die richtige Entscheidung.
und es spiegelt sich in der Liebe, Partnerschaft, vor allem die Liebesplanet Venus bewegt sich auch im Tierkreiszeichen Wassermann und natürlich ist es auch ein sehr wichtiges Thema. Alles nähert sich zu absteigende Mondknoten und die absteigende Mondknoten ist die alte karmische Erinnerungen, bewegt sich gerade im Tierkreiszeichen Wassermann und das löst bei vielen Wassermann-Geborenen in der nächsten Zeit etwas aus. Thema ist Liebe, Partnerschaft und es sind karmische Begegnungen. Und nicht nur bei den Wassermann-Geborenen werden karmische Themen sein, sondern gegenüber auch bei Löwen-Geborenen und alle Menschen, die die Mondknoten, entweder die absteigende oder die aufsteigende Mondknoten im Wassermann oder im Tierkreiszeichen Löwe befindet. Wenn jemand wissen möchte, in welchem Tierkreiszeichen ihren Mondknoten steht, also ich kann da Auskunft geben. Dann die Tierkreiszeichen Fischengeborenen. Sie werden ihren Gefühlen bewusster wahrnehmen. Sie haben Glückschancen. Also auch dieser Wunsch geht zum Erfüllung und das ist sehr schöne Energie. Wichtig ist, und dabei sollen wir makab denken, dieser Stamm im Sternbild Pegasus, diese geflügelten Pferd. Wann bekommen wir Flügel, Atem, Leichtigkeit? Wenn wir das Altes loslassen können. Und das ist auch ein Prozess bei den Fischengeborenen. Es hat sich verbessert, aber immer noch kann ein Thema sein, Vergangenheit, verletzten Gefühlen, davon befreien. Und dann kommt etwas Neues. Und dieser Wunsch, dieses Grad, dieses Glück wirkt auch. Und die Einflüsse von außen wirken auch sehr gut bei den Fischengeborenen. Schönen Gespräche kommt alles in Form. Ein wichtiger Termin, die Liebe, Partnerschaft, kommt auch mehr Leichtigkeit, Chancen, Möglichkeiten, Mut und Kraft. All das ist wunderschön, gerade die Einflüsse. Und das können die Fischengeborenen genießen. Aber wichtig ist, alten, verletzten Gefühlen loslassen. Bei Tierkreiszeichen Widdergeboren ist wichtiges Thema die Werte, die Wertschätzung, das Selbstwertgefühl, die Finanzen, die Beruf, die Berufung, die Erfolg, die beruflichen Erfolg. Die Chancen, die Möglichkeiten sind gerade da. Aber etwas hindert und das ist die inneren Zweifel oder Unsicherheit. Und diese Zweifel, diese Unsicherheit sollen wir gerade überwinden und auch darauf achten, in welche Richtung setzen wir unsere Kraft ein. Weil wenn das zu viel ist, dann raubt es alles Kraft. Also konzentriert bleiben, auf dem Wesentlichen konzentrieren, dann ist die Kraft und die Mut da, die Chancen, die Möglichkeiten und so kommt alles in Form, weil diese Veränderungen kommen und wichtig ist die Selbstwertschätzung und auch Verlangen, Respekt von anderen und dadurch verbessern sich sogar die Finanzen. Die Tierkreiszeichen Stiergeborene ist kleinere Veränderung, etwas bewegt sich in vertrauter Umgebung, in Verwandtschaft oder ein Fest oder Einladung oder Besuch oder ein Umzug, aber in Umgebung oder eine kleine Reise, ein Ausflug, viele Kontakte, eine Schulung. Es ist beweglich. Ein Gespräch hat eine Wichtigkeit, vielleicht nicht heute, aber das in die nächste Zeit wirkt auf dem Stiergeboden. Das ist gut, das ist erfreulich. Und in die Liebe Partnerschaft, da fühlen sich die Stiergeborenen etwas eingeschränkt momentan. Was gut ist bei den Stiergeborenen, diese kleineren Veränderungen oder mal die Alltag genießen oder die Finanzen oder ein Vertrag oder die Gespräche. Die Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen ist auch ein wichtiges Thema, die Liebe Partnerschaft. Da verbessert sich alles im bestehenden Partnerschaft und die, wo alleine sind, haben gerade Chancen, jemand kennenlernen und es ist nicht nur jemand, sondern der Richtige. Und auch wichtig, der eigene Zuhause, entweder ein Umzug, eine Verbesserung oder das eigene Heim wird etwas verschönert. Also da kommen auch Veränderungen. Die Zwillingsgeborenen brauchen gerade sehr viel Ruhe und sie neigen momentan dazu, etwas zurückziehen in ihren eigenen vier Wänden, weil da fühlen sie die Kraft, die Ruhe.
Und in die Liebepartnerschaft kommt aber Glück und Leichtigkeit. Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen ist ein wichtiges Thema, die Alltag, die Alltagsbeschäftigung, dazu gehört auch der Beruf. Viele Krebsgeborenen fühlen sich unwohl im Arbeitsplatz und denken nach einer Veränderung oder Verbesserung. Und die Chancen sind da, etwas Neues zu wagen. Und die Krebsgeborenen haben zurzeit auch die Kraft und die Mut dazu. Etwas spiegelt das Leben für die Krebsgeborenen und das sind die Gespräche. Also nicht nur warten, bis dieses Angebot kommt oder bis sie einen Termin bekommen, sondern die Gespräche führen, also selbst das alles in Hand zu nehmen. Und so kommt das alles in Form. Thema Nummer 1, Beruf, die berufliche Situation. Bei den Löwengeborenen sind andere Themen im Vordergrund und das ist die Liebe, Partnerschaft. Nicht nur, weil die Mondknoten das auslöst, diese karmische Begegnungen, Neuanfang, sondern Venus, die Liebesplanet Venus, spiegelt auch etwas für die Löwengeborenen. Und man sollte immer wieder auf den Spiegel schauen, weil das kommt nicht umsonst. Und das ist jetzt zurzeit das wichtigste Thema. Bei den Tierkreiszeichen Jungfrau Geborenen beginnt auch etwas in diesem Bereich, weil sie wollen auch ihr Liebesleben, ihren privaten auch in Ordnung bringen. Sie haben vieles in Ordnung gebracht in die letzte Zeit und jetzt kümmern sie um das Privatleben, um die Partnerschaft. Die Tierkreiszeichen Waagegeborenen ist gerade eine Wandlung. Sie ändern sich und diese Veränderung, diese Wandlung beginnt mit dem Inneren. Andere Einstellung, etwas anderes mit anderen Augen zu betrachten. Da kommt schon ein Wechsel. Sie schätzen alles oder sehen etwas mit anderen Augen. Und das ist nicht nur die liebe Partnerschaft, wo gerade die Waagegeborenen auch Glück haben, das zu verbessern, oder die, wo alleine sind, haben gerade die Chance, jemand kennenzulernen, sondern sie achten oft auf die Veränderungen. Sie zeigen auch Mut und Kraft gerade, weil da spiegelt etwas bei die Waagegeborenen. Und dadurch ändert sich ihre Einstellung oder sehen sie etwas anderes. Aber das ist Verbesserung, weil dadurch kommen positive Veränderungen gerade in allen Lebensbereichen. Die Finanzen werden auch ein wichtiges Thema sein, die Finanzen in Ordnung zu bringen oder die Buchhaltung darum zu kümmern. Die Tierkreiszeichen Skorpion Geborenen ist ein Aufstieg, die haben Erfolg beruflich und zurzeit spielt eine Rolle die Reisen, Ausland. Das kann auch eine innere Reise sein und sie spüren auch die inneren Kraft. Und jetzt haben sie gute Chancen, das Glück, ihre Wünsche, ihre Träume, ihre Sehnsüchte zu verwirklichen. Sehr schöne Energie, wo sie unsicher sind bei größeren Veränderungen, ob sie das alles schaffen, ob da wirklich diese Kraft und Mut aufbringen. Und diese inneren Unsicherheit sollen die Skorpiongeborenen überwinden. Die Tierkreiszeichen Schützengeborenen ist auch ein Aufstieg und sie haben beruflichen Erfolg. Die Gespräche bringen etwas oder ein Vertrag oder ein Termin. Das kommt alles in Form. Und die liebe Partnerschaft haben gerade auch Glück, die Schützengeborenen. Heute vielleicht sind sie etwas unsicher oder nervös oder sind sie gerade dabei, ihre Wünsche aufzugeben, aber sie brauchen jetzt gerade eine feste Glaube daran, dass dieser Wunsch wirklich zur Erfüllung geht und die kommenden Tage kommt auch die Begeisterung oder die Bestätigung. Die Tierkreiszeichen Steinbockgeborenen haben sehr schöne Einflüsse. Hier geht es auch um Wünsche, nicht nur durch Skat und die Mondenergie und Jupiter gibt diese Chance dazu, sondern die Steinbockgeborenen haben noch einen anderen Prozess und das sind die Lilith-Energie, diese Wünsche wirklich auch ernst zu nehmen. Die Neigung ist da, ich kann das sowieso nicht und ich gebe das auf, das klappt eh nicht, ich habe das gar nicht verdient.
Also hier besteht gerade dieser Prozess, das zu verbessern, transformieren, als Ziel setzen, und die Steinbockgeborenen erreichen auch ihre Ziele. Und das war mein Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.